Ja, ist lange her. Ist verdammt lange her. Zeit für Let's Plays. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu endlich mal einem neuen Let's Play. Es ist ewig lange her und weil es so lange her ist, habe ich mir gedacht, ich fange was Neues an. Ich brauche aus diversen Gründen was Neues und habe mir jetzt gedacht, komm hier, Satisfactory ist mal was anderes, ist mal mit weniger Gewalt und sowas, hat aber was mit Aufbau zu tun. Und ich würde sagen, wir springen aber direkt rein, ne? Da ich noch nicht so erfahren bin, doch mittlerweile bin ich ein bisschen erfahrener, weil ich die Aufnahme ehrlicherweise schon mal gemacht habe, ging nur echt schief, weil mein Mikro wieder nicht aufgenommen hat, die blöde Kuh, weil ich den Audiokanal nicht zugeordnet habe. Aber nichtsdestotrotz, Ragnar, let's play. Und wir gehen einfach direkt rein. Online-Sitzung wird erstellt, Ladebildschirm, yay! Das finde ich tatsächlich cool, dass das Menü quasi der Monitor war. Gefällt mir. Wenn wir mal ein bisschen näher ran, wird es ein bisschen lauter, ein bisschen deutlicher. Attention, please. Is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Jo. Fixit pioneers Fixit. Have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Na, war ich denn? Use provided blueprints to build the necessary buildings. Bauen. Ich stehe auf Bauen. Ich kreiere Gene. Ich erschaffe lieber als dieses Zerstören. Gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Aber manchmal stehe ich auf Raubbau. Expand your factories, outposts and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Na klar. Oh, das mit dem Boot stört mich. Planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Na klar. Atmospheric entry in 5. Duster. 4, Angst. 3, Beklemmung. 1. Und dann Feuerwerk! Gönn mir. Psst. Ich mag ja hier so die kleinen Details tatsächlich, ne? Das mit dem Feuer ist natürlich cool, aber auch hier links diese kleine lustige Beschreibung, die da irgendwie lang fusselt, gefällt mir. Warum ist meine Beleuchtung eigentlich nicht passend zum Spiel? Moment, ich muss das mal warten. Okay, in der Kamera sieht das nie gelb aus, das ist ja interessant. Wow. Das sieht auch nicht gelb aus. Habe ich da einen Filter drin gelegt? Also das jetzt wäre orange. Das sieht die Kamera anders. Planetfall complete. Please ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Jo, oh, wir sind da. Ups. Ein bisschen lange rumgespielt. Hui, oh, schöne neue Welt. Godspeed. Ich werde dich meiner Untertan machen. So, wo sind wir denn hier? Oh, ich fange diesmal woanders an. Das finde ich ja gut. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akija. I am Ada, also known as Artificial Directory. Hallo, Ada. And Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You Danke. Are the third of your sector to survive Planetfall. Congratulations. Yay, der dritte, der es überlebt hat. Wie viele hier runtergegangen sind? Note. Objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding. Hallo. Danke. First objective. Please dismantle the drop pod. Na the klar. Resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base habitat. From now on referred to as the hub. Note. The hub. Fixit Incorporated is cost-effective and efficient. We do not waste.
Nö, hier wird nichts verschwendet, ne? Erstmal Blumen abbauen. So, jetzt halt doch mal die Klappe. Ja, so. Jetzt darf ich endlich mal ein bisschen... Alter! Please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Note. According to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Hehe. Finde ich gut. So, darf ich jetzt reden? Third objective. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Edda, alter Maus Maul. The acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. So, darf ich jetzt reden? Das wäre total lieb. Ne? So, okay. So, jetzt muss ich nämlich eigentlich den Scanner benutzen. Aber hab dann ein bisschen Zeit. So, die meisten dürften das Spiel mittlerweile kennen. Ich meine, das haben mittlerweile Gronkh und andere große Let's Player Let's Played. Ist bei einigen aber auch schon eine ganze Weile her. Jetzt kam ein neues Update mit Zügen und sowas. Finde ich ja ganz schön cool. Und hab mir gedacht, ist der richtige Zeitpunkt, hier mal einzusteigen. Ich habe es vor Ewigkeiten mal kurz gespielt, aber wie gesagt, von Können sind wir da noch weit entfernt. Was müssen wir machen? Wir müssen diese Welt industrialisieren. Wie machen wir das? Wir bauen Fabriken, wir bauen Rohstoffe ab und wir kloppen die Scheiße aus den einheimischen Tieren raus. So im Großen und Ganzen. Und ja, das mit dem Kloppen steht tatsächlich im Hintergrund. Es geht vor allem darum, hier Fabriken hinzustellen und die ganzen Prozesse zu automatisieren. Deswegen sammle ich hier auch schon fleißig Grünzeug. Denn das dient uns tatsächlich nachher als Treibstoff für unsere Generatoren. Jetzt sehe ich hier gerade dieses kleine Valley. Und ich glaube, hier will ich unsere Fabrik reinbauen. Wie geil ist das denn? Also auf jeden Fall unseren ersten Produktionsstrang. Das finde ich ja richtig geil. Ich bin, wie gesagt, beim letzten Mal woanders runtergekommen und kenne die Ecke hier noch gar nicht. Habe noch gar nicht groß erkundet und sowas. Und ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal runter. Wir gucken mal, Ressourcen. Haben wir da Erz? Das ist doch bestimmt Erz da hinten. Nein, ist kein Erz. Oh, Erz ist ganze Ecke weg. Das ist scheiße. So, dann möchte ich aber wissen, was das da hinten ist. Nun, dann karre ich einfach langfristig das Erz hier ran. Das ist ja nicht das Ding. Ne, wir können das bauen hier Minen langfristig. Hier eine Schnecke. Das wird ja immer besser. Und... Wow. Wow. Okay, 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 okay. Okay, okay. Wie krieg ich den denn klein? Den kenne ich noch gar nicht. Und ein ziemlich groß... Shit. Hui. Vielleicht kein guter Anfang. Hau ab, ey. Okay. Doch kein so guter Platz für eine Basis. Irgendwie sind hier viele Sachen, die uns ans Leder wollen. Vor allem dieses Riesenvieh. Das komische Feuerbälle in die Welt schmeißt. Spuckt. Whatever. Und wir haben nichts, womit wir uns heilen können. Das ist gerade ganz schön scheiße. Gut, wir gehen jetzt mal zum Erz. Hier ist was zum Heilen. Tada. Zack, meins. Und der kommt echt hinterher geschissen. Dreckiger Sack. Required to establish object scanner identification. Okay, wir heilen uns erstmal. So viel da. Oh, jetzt kommt da noch einer von hinten. Ich krieg eine Macke, ey. So. Ja, 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 ja. Ist ja gut, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Ihr seid keine Freunde von mir. Boah, noch einer. Alter. So viel zum Thema. Kampf steht hier nicht im Vordergrund. Wow. Kommt her. Wow. Okay, einen haben wir down. Den noch. Puh. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gekämpft in diesem Spiel. Okay. Halb tot und wir haben noch nicht mal angefangen. Das ist ja... Das läuft. Das läuft einwandfrei. So, wir haben da hinten 380 Meter entfernt. Zweimal Eisen gleich. Dann nehmen wir das. Dann gehen wir definitiv hier hin und sehen zu, dass wir uns erstmal wieder heilen.
frisst den Scheiß. Und das große Vieh sparen wir uns für später mal, wenn wir ordentlich Ressourcen haben. Da sind noch mehr von den kleinen. Da habt ihr gesehen, die sind nicht das Riesenproblem. Hier, Treibstoff nehmen wir gleich alles mit. Und ich glaube, die blöden Bären sind this consumable possesses minor healing properties. Ja, auch zum Heilen. Further analysis required to establish object scanner identification. Ja, bleib mal locker, ich kann hier noch gar nichts analysieren. So, wir heilen uns aber nochmal ein bisschen. Oh, die sind effektiver, wie mir scheint. Zumindest mehr als diese blöden Nüsse. Ach komm schon. Und was mich ein bisschen stört ist, dass es keine Hotbar für die Waffe gibt. Also ich kann die nicht da unten reinlegen. Ah, seht ihr noch gar nicht. Unten ploppt nachher noch so ein Baumenü auf. Und da kann ich keine Gegenstände reinpacken. Das nervt mich. Ich kann da zwar Fabriken und so reinpacken, aber eben keine Gegenstände. So, was wollte ich denn jetzt? Genau, ich wollte nochmal scannen, weil ich keine Ahnung mehr habe, wo ich noch lang rennen muss. 91 Meter. 400 noch was Meter. So, hier haben wir schon mal Eisen. Hier haben wir auch zweimal Eisen. Sehr gut. Ach, komm schon. Na, komm her. So, die Viecher sind tatsächlich relativ easy. So, am Anfang müssen wir tatsächlich hier langwierig. Fourth objective, build the hub. Ja, ich baue den Hub gleich. Note, to complete erstmal this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Ja, ist mir klar. Caution, ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Ja, das glaubst du. Das glaubst du, du blöde Ada. So, hier hätten wir Eisen. Die Frage ist, haben wir auch Kalkstein und sowas? Weil ich werde eine Menge Beton brauchen. Wir bauen einfach erstmal unser Hub hier hin. Das machen wir eisekalt. Zack, das geht alles relativ easy. Zack, steht das Ding. Hui. So. Und jetzt können wir auch schon anfangen hier aufzubauen. Congratulations. Yep, you have unlocked Hub Feature Manual Craft Bench. Ja. Hub Feature Hub Terminal. So, jetzt brauchen wir ein paar Eisenstangen, um das zu verbessern. Hub Upgrade Storage and Power. Note, the Craft Bench and Hub Terminal are essential for progression to the next objective. Ups. So, ich versuche das Ganze am Anfang so kurz wie möglich zu halten, aber das ist echt. Also, wir werden an diesem Menü. Zumindest die erste Folge relativ viel Zeit verbringen. Zack. Level up. Nun, wir werden hier auch nicht für ewig bleiben, denn der Spot hier ist zum Bauen eigentlich ganz schön scheiße. Obwohl hier unten ist cool. Hub feature personal storage. Da unten ist echt cool. Da ist eine Menge Platz. Ah, da hinten ist noch mehr. Ah, ich weiß, wo ich bin. New equipment, buildings and blueprints, which can be found in the workshop when built, build menu and craft bench respectively. Halt doch mal die Fresse. Von meinem letzten Startpunkt. Hub upgrade construction. Ja, wir machen das hier. Note, connect buildings to a generator for power. Eisenplatten, Eisenrohre und buildings such as the smelter require a blueprint to be set. Ja. So. Advice: automate the smelting process and use portable miners for optimal results. Ja, da kann ich die schon bauen. Das wäre ja cool. Ne, es gibt tatsächlich diese portable miners. Die haben so ihre Vorteile, ne? Nämlich, dass die ganze Zeit abbauen, auch wenn ich nicht daneben stehe. So, davon haben wir genug. Was brauchen wir noch? 10 Schlangen brauchen wir. Na gut. So. Zack, zack, zack. Haben wir das schon mal drin. Dann können wir das nämlich schon mal Meilenstein auswählen. Mach aber auch mal. So, jetzt holen wir noch ein bisschen Kupfer. Zack, unser Scanner kann jetzt nach Kupfer scannen. Das müsste genau da sein. Also mir fällt gerade mal auf, die Stelle hier ist fast noch cooler zum Bauen, weil ein bisschen offener. Die wollen wir haben. Obwohl ich da ein bisschen weiter in die Höhe gehen muss. Die Frage ist, ist hier auch Kalkstein? Ohne Kalkstein ist Kacke. Ich kann das, wie gesagt, mit dem Fließband alles zu mir. Noch so eine. Komm her.
echt erwischt, die Sau. So. Ich kann das alles mit dem Fließband zu mir bringen, aber das dauert halt ein Weilchen, bis ich da vernünftige Ressourcen für habe. Und diesen Kessel fand ich einfach nur cool, weil er ein Kessel war. Ich weiß auch gar nicht, ob es nachher noch Schusswaffen gibt und sowas, aber... erstmal halt nicht. So, ich will jetzt mal sehen. Hier könnte man echt schön Produktionsstrecke langsetzen. Ich glaube, das mache ich auch. Was ist das denn? Es gibt hier noch einige Sachen, die ich tatsächlich nicht kenne. Dieses Ding da oben gehört dazu. Und was ich halt geil finde, ist halt fick geschickt, das Spiel. Also es macht halt echt Spaß anzugucken. Hab bei der letzten Aufnahme habe ich es einfach Wallpaper-Modus genannt. Weil es einfach die ganze Zeit schön aussieht. Man sieht wirklich, dass das ganze Teil handgemacht ist. Das finde ich halt cool. Ne, hat sich einer herangesetzt und eine echt schöne Welt designt. So, wir graden weiter ab. Das bleibt übrigens die ganze Zeit über so ein bisschen Ziel des Spiels, den Hub abzugraden. Ne, jetzt müssten wir schon die erste Energie haben. Guck mal. Yep, da ist er schon. Congratulations, you have unlocked Scanner Stone. New buildings and blueprints, so, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Treibstoff machen. Seventh objective, hub upgrade, conveyor belts. Dann können wir uns das jetzt nämlich die Zukunft erstmal eine ganze Weile sparen. To expand the power network for optimal results. Alter, du quatsch mir die ganze Zeit in die Aufnahme. Constructors are capable of constructing copious parts, of which only one type at a time. Jo. Also, wir können immer nur einen Rohstoff zur Zeit verarbeiten. Ne, sprich, ich schmeiße eine Maschine an und dann so, läuft. Du sollst jetzt aber... Strom brauchen wir noch nicht. Wir müssen mal gucken, was können wir jetzt schon bauen. Schmelzofen können wir schon bauen. Das ist gut. Damit fangen wir auch gleich an. Beziehungsweise nicht ganz. Bisschen was anderes machen wir noch vorher. Nämlich, wir bauen jetzt erstmal die Ausrüstungswerkstatt. Eisenplatten und Eisenrohre. Gut. Ja, damit. Und wie gesagt, am Anfang hängt man hier echt lange dran. Meine Güte. Ne, deswegen dieses Eisenbahn herstellen ist das erste, was wir hier automatisieren. Das müssen wir am Anfang noch 4 per Hand machen. Aber wenn das hier schon mal wegfällt, diese Eisenbahn immer vorzuverarbeiten, dann ist uns damit schon eine Menge geholfen. So. Ausrüstungswerkstatt. Wo passt du denn ganz gut hin? Hier passt du ganz gut hin. Diese Welt wird mein Untertan. So, jetzt können wir hier diesen Mobile... Wir brauchen ein bisschen Draht für, noch ein bisschen Kupfer. Eisenplatten haben wir zum Glück genug. Gut, brauchen wir vor allem Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ja, das können wir gleich mal komplett verarbeiten. Wir brauchen eh ein bisschen mehr, weil wir gleich die ersten Kabel ziehen müssen. Denn gleich schon bauen wir unsere erste Fabrik. Das wird super. Zack. Haufen Draht herstellen. Und die ersten Kabel. Zack, 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 zack. So. Und dann können wir schon mal 3 Miner bauen. Das machen wir auch gleich. Wenn wir 3 Eisen... Nee. Einen für Kupfer, einen für Eisen und einen für Kalkstein. Das wir hoffentlich gleich finden. Denn Kalkstein ist ficke wichtig. So. Zack, den ersten. Dann hatten wir was in die Richtung. Ja, da unser Kupfer. Ja, damit, das muss eh alles weg. Hier wird alles einbetoniert. Hier bleibt nichts übrig. Ja. Vanilla Sky. Kennt den Film noch eine? Ich fand ihn cool. Ich hab den echt gemocht. Mit, wie hieß er denn nochmal? Der Frötzel, ja, haben wir gar nicht gezeigt. Baut sich jetzt hier so witzig auf. Tschüss, erstmal positionieren und bzzz. Und los geht's. So, jetzt suchen wir erstmal nach Kalkstein.
Kalkstein. Kalkstein? Oh, das ist gar nicht so weit weg. Das geht ja. Ah, da habe ich beim letzten Mal gebaut. Da haben wir noch dreimal Eisenerz. Oh, das ist aber weit unten. Und wieder so ein Heini dabei. Überleben wir das? Bestimmt. Ja, Schwerkraft ist in dem Spiel nicht so. Oh, das war knapp. Alter. So, du bist sehr, sehr tot. So, hier ist nur mal was drauf. Das ist ja geil. Zack, können wir den hier direkt hinstellen. So, aber wir können hier ein bisschen was abbauen. So, also Schritt 1 wird jetzt gleich sein. Eisen rankriegen. Schritt 2 wird sein, zusehen, dass wir haufenweise Beton kriegen. Ne, ihr seht, das dauert per Hand ewig und 3 Tage. Na komm, nehmen wir 20 noch voll. Gucken, was er hier dabei hat. Alles nehmen. Und dann müssen wir recht, also so schnell wie möglich, da eigentlich eine Mine drauf bauen. Oh, Taschenlampe an. Das ist recht Booster. Ne, Feststellung. Bei mir ist das Bild immer heller als in der Aufnahme. So, gucken wir mal. Zack, zack, zack. Den ganzen Treibstoff nehmen wir natürlich mit. Das Eisen, das er hier abgebaut hat, auch gleich. Dürfte mittlerweile bis jetzt drin sein. Und dann gucken wir auch schon, dass wir die Esse, den ersten Schmelzofen bauen. Brauchen wir Eisenstangen. Okay. Das sollten wir hinkriegen. Zack, mehr brauchen wir gar nicht. Und dann klatschen wir nämlich einfach hier hinten an unseren kleinen Generator. Zack. So einen kleinen. Können wir den hier gerade bauen? Ach, boah. Beton für. Okay. Dann machen wir einmal Beton. Und das ist nichts. Dafür kriege ich eine Plattform. Zwei Plattformen gerade hin. Und machen etwas, was wir nachher sowieso machen müssen. Nämlich hier einen schönen kleinen Strommast umbauen. Und blöderweise kann man an diesem Generator nur ein... Was ist denn los? So. So. Nur ein Gerät anschließen. Und mit denen hier kann man das verteilen. So, das Ding läuft jetzt. Du verarbeitest bitte Eisenbarren. Und fängst mit dem Eisen an, den wir haben. Schmeiße den Generator wieder an. Und dann geht er los. Dann spuckt der mir jetzt schon mal Eisenbarren aus. Muss ich mir da keine Sorgen mehr drum machen. Außer, dass ich das immer mal wieder nachfülle. Aber das ist eigentlich das Problem. Machen wir auch gleich. Und dann... Gucken wir schon, dass wir weiter upgraden, dass das hier schnell vorangeht. So, da kriegen wir schon Förderbänder. Und einen Inventory Slot. Wir haben genug Kabel, wir haben fast genug Concrete. Wir haben einen Niesen. Danke! Das war meine Frau, die ist zu Hause. Ist das nicht schön? Und wir brauchen einen Haufen Eisenplatten, weil um diese verstärkten Eisenplatten hier zu bauen, brauchen wir mehr Eisenplatten. So, also über 80 Eisenplatten. Ein paar können wir selber machen. Und ein paar holen wir uns gleich da aus unserer schönen kleinen Fabrik raus. Zack. Zumindest das... die Eisenbarren. Ne, Kupfer ist tatsächlich am Anfang noch gar nicht so weiter wild. Wann ist das Duste? Wir hier schon, zack, schon 38 Stück. Das war super. Ich glaube, ich baue trotzdem nochmal so einen Mobile Miner hier. Was brauchen wir dafür? Zack, ah, können wir uns sogar gerade leisten. Perfekt. Damit wir das hier am Anfang noch ein bisschen beschleunigen können. So, und dann gucken wir, dass wir, und ich würde sogar noch einen bauen und würde gleich noch eine Kalksteinquelle erschließen.
Beton. Haben wir nämlich jetzt schon nicht genug. Wo waren wir denn? Derweil kann unser Kram hier nämlich fleißig produzieren. Wir brauchen ein bisschen Kupferdraht. Na gut. Daran soll es nicht hapern. Doch, soll es. Scheiße. Wo ist der andere? Ach, alles verwirrend hier. Hui! Auf geht's. Holen wir einmal Kupfer ab und dann weiß ich, dass da hinten nämlich noch ein Kalkstein vorkommen ist. Und das erschließen wir dann auch gleich. Denn diese Fundamente sind doch relativ wichtig, weil man nur darauf die ganzen Sachen vernünftig ausrichten kann. So offen in der Natur sieht das einfach scheiße aus. Und ich mag es nicht, wenn es scheiße aussieht. Ja, ich habe hier einen ästhetischen Anspruch. Außerdem, ja, nee, nichts außerdem. Ich habe einfach nur einen ästhetischen Anspruch. So, Kupfer. Den können wir auch schon Draht herstellen. Und erschließen gleich den nächsten. Rödel, rödel, rödel. Auf geht's. Wir füllen nochmal unsere Fabrik auf, damit die hier möglichst lange produziert. Machen wir gleich einen ganzen Stack rein. Fast einen ganzen Stack. Oh, die ist schon leer, wie mir scheint. Ja. Und dann marschieren wir erstmal los und holen Kalkstein. Da hinten. Ist gar nicht so weit. Der gibt auch schon wieder Ruhe, weil voll. So, dann haben wir hier nämlich noch dreimal Eisen. Das können wir nachher zu unserer Produktionsstraße umlenken. Also Eisen haben wir wirklich in Hülle und Fülle. Oh, hier ist nochmal so ein Experte, der mich gerade angreift. Zack. Erster Treffer. Zweiter Treffer. Oh. T.O.T. Ein Ex-Vieh. Und eine Schnecke. Eine Elektroschnecke. Eine radioaktive Elektroschnecke. So, gib mir mehr Kalkstein. Hab ich Bock drauf. Zack, zack, zack. Ist halt, ne, die unterscheiden hier tatsächlich in rein und unrein. Eigentlich ist, also zumindest habe ich noch nichts anderes gesehen. An der Oberfläche immer der reine Scheiß. Und alles, was da drunter ist, ist unrein und kann nur mit Minen abgebaut werden. Beziehungsweise besser von Minen als von mir, weil ich hier nämlich ewig und drei Tage brauche. So. Komm her, gleich ran hier. Und weil ich es nachher sowieso machen muss, kann ich den Scheiß hier auch gleich mitnehmen. Aber zumindest erstmal ein bisschen Beton. Schlock, schlock, schlock. Na komm. Dup, dup, dup. Dauert auch ewig, ey. Also ich muss das nachher sowieso abbauen, weil sonst kriege ich hier die große Minenstation nicht rauf. So, damit können wir schon mal ein bisschen Beton herstellen. Und beim letzten Mal wollte ich halt hier hinten raus die Produktionsstraßen bauen. Und noch ein paar Nüsse, die nehmen wir mit. Irgendwann werde ich mich ja mal diesem großen Vieh da hinten stellen müssen. Ich will da unbedingt eine fette Produktionsstraße reinhaben. Das sieht so cool aus. Also das Spiel ist eigentlich nur Eye Candy. Ich weiß nicht, warum man es sonst spielen sollte. Außer, ey, sieht geil aus. Ne, und wenn man natürlich Bock hat auf solche Warenkreisläufe. Aber am Ende dastehen, angucken, finde ich am geilsten. Ne, habe ich am meisten Spaß dran. So, nun wir gleich noch die Barren raus. Ist schon wieder fertig, alter Vater. Und unser Inventar ist erstmal voll. Das heißt, wir machen jetzt mal Beton. Das sollte relativ flott gehen. Und da kommt dann zur Abwechslung mal ein bisschen was bei raus. Ne, mit 100 Beton kann man schon mal ein bisschen was anfangen. Zack, 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 zack. Aber wir machen dann trotzdem gleich erstmal ein Upgrade. So, was brauchen wir da nochmal? Meilenstein auswählen, da wird mir das auch angezeigt. Wir brauchen Draht, genau, Eisenplatten. Halt, wir nehmen gleich Eisen mit.
Die sind schon fast wieder voll. Läuft. Der soll hier möglichst durchgehend produzieren, weil wir einfach von allem so viel brauchen. Meine Fresse. Zack, zack, ist der Stack voll. Und Eisenbarren haben wir genug. Wir brauchen unendlich viele Eisenplatten. Ätzend. Ich glaube, wir kriegen noch nicht mal genug dafür. Oder? Doch, gerade so. Das könnte gerade so passen. Nein, tut es nicht. Na egal. Wir brauchen auf jeden Fall noch Schrauben, damit wir zwei davon herstellen können. Und dann brauchen wir nur noch ein paar Platten. Zack. 9 Stück können wir noch. Und das reicht natürlich nicht. Komm. So, aber davon brauchen wir noch Kabel. Oh, wieder Kupferbahnen herstellen. Also wie gesagt, man verbringt ja am Anfang so viel Zeit mit dem Scheiß hier. Das ist unglaublich. Ja, aber zumindest Kupfer finde ich nicht ganz so nervig, einfach weil der Bedarf wesentlich geringer ist. Aber Eisen brauchen wir für jeden Scheiß, genauso wie Beton. So, jetzt können wir Unmengen an Draht herstellen, den wir nachher sowieso noch brauchen. Deswegen machen wir da gleich ein bisschen mehr fertig, weil für die ganzen Stromkabel und sowas brauche ich Kabel. Zack, 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 zack. So, und dann kann es auch schon losgehen. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Und die Verstärkten haben wir. Level up. Es wird auch immer ein bisschen schöner, ein bisschen größer. Schick, schick. Neue Gebäude. Was können wir jetzt? Als nächstes kommt der Miner. Da müssen wir hin. Ja, quatschen wir mal nicht voll. So, Tang rein, Hub upgrade, additional power. 100 Platten Advice. Und when planning the construction 75 of buildings, note the placement of conveyor belts. Jo, caution, overloading mir die ganze Menge Kacke, guarantees suboptimal performance. Die mir tatsächlich relativ wurscht ist. Weil ich es einfach alles schon kenne. So, wir haben jetzt einen zweiten Generator bekommen, könnten theoretisch mehr Fabriken bauen, aber den Schritt überspringen wir einfach mal ein bisschen. Und kommen erstmal mit dem zurecht, was wir haben. Und nachher geht es dann gleich los und wir bauen. Also wir bauen ernsthaft. Ne, wie gesagt, wir fangen dann erstmal damit an, Beton hier zu karren. So, dann haben wir genug. 100 Platten. Meine Fresse. Okay, das wird dauern. Wir füllen einmal unsere Fabrik nach. Das hat zum Glück auch bald ein Ende. Zack. Ja, sobald wir hier die richtigen Minen haben und nicht diese blöden Scheißdinger, geht das hier alles ein bisschen flotter voran. So. So. Wie viel Strom wir hier bzw. Bio macht, das verbraucht ja nichts am Anfang, ey, ist ja unglaublich. So, dann können wir wieder ein paar Platten machen. Ach ne, wir müssen jetzt mal Bahnen herstellen, wo wir noch Eisen übrig haben. Dann können wir noch wieder 19 Platten machen. Ich glaube, wir werden uns gleich ein bisschen die Zeit vertreiben, weil das alles ein bisschen braucht. Zack, 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 zack. Wir lassen das mal einmal unsere Maschine machen und holen derweil noch ein bisschen Beton. Und dann bauen wir nämlich weg damit. Grünzeug. Dieser Planet wird mir... Wo kam das her? Oh, fuck. Da war ich nicht schnell genug. Das meine ich. Hätte ich einen Schnellstart, eine Quickslot-Leiste gehabt, wäre das nicht passiert. Komm her. Du Assi. Lebst du noch? Lebst du noch? Lebst du noch? Lebst du noch? Hast du es mal gelassen? Mensch über die Natur. Ich bin dein Herr. So, du machst weiter. Wir holen derweil mehr Beton.
Viel Beton hilft viel. Und das Grün, das machen wir alles weg. Für jeden Scheißbaum ein AKW. Ich weiß gar nicht, ob es AKWs gibt. Fände ich aber witzig. Könnte ich schmunzeln. Zack, der ist auch voll. Muss ohnehin mal abgegrast werden. Und auf geht's zurück. Mit 200 Kalkstein. Das haben wir was. Ah, so eine Schnecke. Ich glaube, das finde ich witzig. Das Viech finde ich ja auch ganz schön geil, ne? Mit seinen kleinen Babyviechern oder was auch immer das sein soll da dran. Das hat auch was. So, pimmeln wir wieder auf unseren Berg hoch. Machen Beton und dann legen wir das Fundament unseres Imperiums. Ab nach oben, da bauen wir uns bei Zeiten mal eine Rampe runter, dass wir nicht mehr rauf und runter rennen müssen. Und generell, der Hub kommt irgendwann woanders hin und das ist alles nur Provisorium hier. Ne, den kann ich abreißen und dann auch in dem Status einfach wieder aufbauen, von daher macht euch keine Sorgen, dass ich dann wieder von vorne anfange quasi. Dem ist nicht so. So. Da haben wir eine ganze Menge Beton zusammen. Hier brauche ich nichts mehr reinschmeißen, aber ich kann hier die Rohre schon mal reinschmeißen. Platz im Inventar. Die 41 auch schon mal. Wer bist du hier? Oh, sehr schön. Du brauchst Nachschub. Tatsächlich. Sollst du kriegen. Also für Zeit müssen wir uns gar nicht vertreiben. Denn wir dürften bald genug Eisenplatten zusammen haben. Das ist ja schön. Haben wir drin. Zwei haben wir da liegen, die nehmen wir mit. Gucken wir mal. Ein paar können wir noch fertig machen. Und dann sind die 100 Eisenplatten quasi schon zusammen. Ja, sind tatsächlich. Das ist ja Bombe. Und dann geht's los. Dann geht's richtig los. Dann wird das Spiel endlich spaßig. Also nicht, dass ich jetzt keinen Spaß hätte. Bisschen schon. So. Komm, renn damit. Und level up. Pupp. Wieder alles ein bisschen größer, ein bisschen schicker. Ich habe gar nicht die Butze gezeigt. Platz für zwei Leute. Und ein Scheißhaus. Und hier, ich finde die Anspielung ganz cool. Auf Windows. System Update. Solitär und der gute alte Orange Screen. Wer kennt sie nicht? Was? Hey, hi. What you did was really cool. Thanks for the support. Sogar mit Schreibfehlern. Ganz witzig gemacht. So, jetzt können wir tatsächlich Minen bauen. Und jetzt wird's interessant. Dafür brauchen wir noch eine Handvoll Eisenrohre, die wir uns fix mal machen. Und dann legen wir los. Zack. Her damit. Meins. Und dann wollten wir ja hier die Produktionsstraße langlegen. Wenn wir hier die Produktionsstraße... Spring hoch da. So, müssen wir den Hügel... Müssen wir den ausgleichen? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich können wir den lassen. Wir bauen einfach straight. Ich muss mal einmal gucken, wie es dahinter weitergeht. Hinter dieser kleinen Kuppe. Ob es da wieder geradeaus geht. Weil so ein bisschen hoch ist eigentlich gar nicht das Problem. Och nö, hier geht das schön geradeaus weiter. Wir bauen hier einfach stumpf durch. Ne, wir dann seitlich irgendwann unsere... die weiteren Eisendinger und den Kalkstein anschließen. Der dann hoffentlich hier oben ankommt. Also, legen wir mal los. Erstmal hauen wir uns hier das... Fundament ins Inventar. Und zwar die flachen. 0. Oder 5? 5. Ja, da haben wir Infrastruktur.
Zack, und dann haben wir das schon hier. Gucken, dass wir das ein bisschen ausrichten. Da passt das. Eher so. Ich glaube eher so. Vielleicht sogar so. Ja, wir machen sowas. So, jetzt knüppeln wir hier mal lang. Gib mir Beton. Was ist das? Willst du mich verarschen? Der sitzt nicht dran, die Sau. Zack. Und weiter geht's. Bischen. So. Ja, ein paar können wir noch. So, dazwischen hauen wir eine Stromtrasse. Irgendwie muss der Scheiß mit Strom versorgt werden. Zack, zack, zack. So, und dann holen wir uns das erste Eisen. Dafür heben wir den hier erstmal auf. Alles nehmen. Und ab ins Baumenü. Produktion meiner. So, der dann da hochführen soll. Ich glaube, so passt. Ja. So, stellen wir, der braucht natürlich gleich noch Strom. So, und hier, ihr seht, hier snappt das immer so ein bisschen ein, was es hier nicht tut. Und das ist ganz schön Mist. Und ich glaube, die Fabrik reißen wir tatsächlich nochmal ab. Und drehen die nochmal ein bisschen. Zack. 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 Und dann gucken wir nochmal mit dem Ausgang. Dass sie da ein bisschen sauberer drauf zeigt. Ja, so finde ich okay. Damit kann ich leben. Und dann schließen wir die auch schon an. Fließband. Ach, da brauchen wir Eisenplatten für, okay. Ne, das meine ich mit, man braucht für jeden Scheiß Eisen. Machen wir weiter. Und Eisenplatten. Gönn mir. So, erstmal einen Haufen Platten. Stangen machen wir auch gleich nochmal. 20. Nur um es zu haben. Und Kabel müssten wir... Nee, haben wir auch nicht genug. Machen wir auch noch ein paar. So, dann haben wir schon mal unsere Eisentrasse. Ne, da passiert erstmal noch nicht viel, weil wegen kein Strom und so. Aber dafür sorgen wir jetzt. Der sollte tatsächlich hier hin. Müssen wir natürlich anschließen. Ups. Einmal Strom. Geht dahin. Quasi die Hauptstromtrasse. Und du gibst dann gleich an den hier weiter. Ach, da oben. Gut. So, da müsste jetzt gleich Eisen rauskommen. Das wird super. Und jetzt brauchen wir auch schon Container. Haben wir die schon? Die haben wir doch schon, oder? Das andere wäre echt scheiße. Ja, Lagercontainer. So, immer auf Ein- und Ausgang achten tatsächlich, sonst kommt man ganz schnell in Schwulitäten. Und das Ausrichten ist auch nicht immer ganz leicht. Zack. Steht er? Nein, steht er nicht. So, das war schon mal dumm. Ne, ich nutze auch wieder mal nicht die Komfortfunktion hier. So, und erstmal unser Eisen hier drin haben. Ich weiß gar nicht, wie weit ich rüber muss. Ist das mittig? Nee. Okay, der ist ein bisschen länger als die Platte, sehe ich gerade. Aber wir lassen uns den Platz nach vorne tatsächlich lieber frei. Falls wir das Ganze nochmal splitten müssen. Jetzt ist der viel zu weit hinten. Ach komm schon. Das ist doch scheiße. So. So, da ein bisschen. Und hier muss er hier hin. Und Frickelei. So, das ist mittig.
Und so. Geht doch. Zack, Förderband dran. Und dann haben wir schon mal Eisen. So, jetzt können wir den Heini... Obwohl, der kann auch eigentlich jetzt mal weiterlaufen. Wir haben genug Ressourcen, dass wir direkt so weitermachen können. Hoffe ich zumindest. Produktion. Schmelzofen. Zack, zack, zack. Gucken, dass er mittig ist. Das sieht gut aus. Zack. Noch ein paar Platten. Dann machen wir noch ein bisschen Strömung. Ich baue die mal alle. 1, 2, 3. Hier in die Mitte. Bei Strom ist es ziemlich egal wie rum. Und dann können wir die noch schon unter Strom setzen. Achso, ich muss ihm gerade sagen, warum kann ich jetzt nicht? Aber ich muss ihm sagen, dass er Eisen verarbeiten soll. So, dann spuckt er das Ganze am Ende. Damit wir noch nicht ständig ranrennen müssen. In einen Lagercontainer. Ja. Hier machen wir... Achso, hier sieht man jetzt auch, ne? Es aligned. Mit einer Fabrik dran funktioniert das. So. Na, reicht das noch? Das reicht. Sehr schön. Und damit haben wir unsere erste Produktionsstrecke gebaut. Zack. Wir haben jetzt dauerhaften Nachschub an Eisenbahnen. Und das geht hier ratzfatz. Sauber. So. Jetzt brauchen wir Minen. Was brauchen wir da nochmal? Eisenrohre. Haben wir nicht genug für zwei? Will ich da nochmal fertig machen? Ja. Und ich würde gleich nochmal genug für was anderes mitnehmen. Wir haben ein bisschen Kupfer. Bauen einmal Kabel nach. Zack. Macht Draht fertig. Die werden wir nämlich auch gleich brauchen. So. Und dann bauen wir uns da hinten nämlich einmal. War das nicht hier? War das ein Baumenü? Ja. Hier so eine Werkbank da nach hinten. Da brauchen wir Eisenrohre und Eisenplatten. Eisenplatten kann ich gerade nicht. Das ist doof. Mach dich mal wieder leer. Mach weiter. Ja, du kannst auch nicht mehr, das weiß ich. Zack, raus damit und Eisenerz drin. Viel hilft viel. So, Eisenplatten brauchen wir eine Menge. Aber auch ein paar Eisenstangen. Für die zwei Minen. Eisenplatte. Da habe ich eine Eisenbahnplatte, Junge. So, unter Einfachheit halber würde ich sagen... Hau mal ab. Wir fangen hier mit unserer Kalksteinmanufaktur an. Die Frage ist, bauen wir hier schön sauber hoch oder gehen wir hier querfeld ein? Ich glaube, wir bauen hier sauber hoch. Und da von da nachher noch eine Ader kommt, würde ich auch vorschlagen, wir bauen gleich zweietagig, aber erstmal brauchen wir noch neuen Beton. Zack. Gib mir mehr Beton. So, ich könnte jetzt natürlich von da hinten einfach so eine Fertigungsstraße rüberbauen. Das will ich aber, glaube ich, erstmal nicht. Obwohl doch. Das mache ich nachher schick. Also später schick. Jetzt will ich erstmal nur den Warenstrom haben. Ne, dann baue ich nämlich hier einfach erstmal... Nehmen wir den Miner, bauen in die Mine drauf. Dann soll uns das für den Anfang tatsächlich genügen. Dass es halbwegs richtig ausgerichtet ist. Efficiency first, haben wir gelernt. So, das andere Kalksteinvorkommen ist ungefähr da. Zack.
Oh, da dürften uns schnell die Platten ausgehen. Aber die können wir ja gleich wieder nachholen. Die holen wir auch erstmal nach. Müssen wir sogar. Gar keine andere Wahl. Aber, ja, doch. Und dann legen wir auch gleich Strom rüber. Zumindest provisorisch. Bis wir hier unsere endgültige Fertigungsstraße haben. Mensch, ich hätte gedacht, die Platten reichen. Aber weit gefehlt. Sehr weit gefehlt. So, was hast du jetzt schon? Das ist schon über 100 Stück. Meine Fresse. So, das werden wir natürlich nachher auch weiterverarbeiten. Ne? Diese Eisenplatten-Scheiße werden wir uns auch so schnell wie möglich vom Hals schaffen. Hm, spielen wir eigentlich schon. Oh, gar nicht mehr so lange Zeit. So, machen wir ordentlich ein paar fertig hier. Und Beton können wir dann eigentlich auch gleich machen. Ding. Es ist so nervtötend. Meine Güte. Dieses Spiel hat ein Händchen dafür, einem das Gefühl zu geben, ich will, dass das aufhört. So. Kalkstein ist mal wieder los. Dann bauen wir da jetzt nach unten. So. Zack. Zuerst sorgen wir für Strom. Alles okay. Zack. Und zack. Ist da auch gleich Sense. Und. Ja, das sollte passen. Ne? Jo. Sauber. Es sind mir auch gleich sämtliche Kabel ausgegangen. Das war ja Millimeterarbeit. Das ist schon wieder... Alter. Meine Güte. Es liegt aber los hier. Ich wollte gerade sagen, steht da die Produktion, aber nein. Tut sie nicht. So, können wir noch ein paar Platten machen. Wenn wir schon dabei sind. Aber auf jeden Fall genug, um den ganzen Kram herzukriegen. Und dann bauen wir unser Fundament daran. Zack. Zack. So. Wo geht's hier runter? Wo ist denn hier der Weg nach unten? Hier. Da geht's lang. Okay, dann müssen wir noch ein ganzes Stückchen Fundament bauen. Oha. Naja gut, dann ist das so. Zack. Zack. Dann können wir hier schon unsere erste Rampe bauen. Obwohl, warten wir bis es steiler wird. Noch liegt das ja also halbwegs auf. Ja, wir warten noch kurz. Es geht hier eh nochmal ein bisschen hoch wieder. Dann bauen wir nämlich bis hier. Und hier nach. Oh, scheiße. Bauen wir nämlich hier eine Rampe hin. Zack. Wir gehen sogar noch einen weiter. Zack. Und dann kommt das hier. Eine steile Rampe. So, da müssen wir jetzt einmal hier so einen kleinen drunter bauen. Zack. Wie gesagt, machen wir nachher alles schick. Wir kommen vielleicht nicht ganz an, aber wir kommen ein ganzes Stück. Zack. Und vielleicht sogar bald genug. Ja, gut. In Boden eingelassen quasi. So, der ist eh schon wieder voll hier. Das passt. Können wir gleich den Miner mitnehmen. Bauen wir gleich die Mine drauf. Wenn wir schon dabei sind, ne? Was fehlt denn jetzt? Beton. Habe ich genug, um so eine Werkbank hier hinzuzimmern? Ja. Daran soll es dann nicht hapern. Machen wir gleich bis Beton fertig. Dip. Geht hier genauso schnell zum Glück. Beziehungsweise langsam. Wie man es halten will.
So, dann haben wir da. Unsere Rampe nachher. Ich glaube, ich mache das tatsächlich so. Und dann bauen wir hier weiter ran. Zack. Dann einmal eine dicke. Zack. Muss ja nicht ganz blöd aussehen. Rampe ran. Dicke Rampe drunter. Dickes Fundament drunter. Und dann können wir doch schon anfangen hier. Ja, das sieht okay aus. Ist nicht perfekt, aber es ist okay. So, dann machen wir hier gleich einen hohen Masten, weil wir von da hinten ja auch noch den Scheiß holen wollen. Zack. Ja, das ist falsch rum. So. So, du hast schon... Wieso hast du keinen Strom? Komm. Los geht's. Fang an zu produzieren. Haben wir noch genug für eine Rampe? Das wäre total cool. Nee. Naja, gut. Ist, wie es ist. So, jetzt setzen wir hier nämlich schön diese Fließbänder hoch. Das nervt mich hier. Echt jetzt? Mir fehlt der Beton dafür. Scheiße. Gut, holen wir jetzt Beton. Ja, dafür fehlt mir natürlich auch Beton. Scheiße, ey. Manchmal bin ich dumm. Sehr, sehr dumm. Aber wie das so ist. Zack. So. Ach, der läuft ja noch gar nicht. Scheiße. Scheiße. Einfach nur scheiße. Das war unheimlich dumm. Na, das machen wir so. Wie dumm kann man sein, aber okay. Ich brauche relativ viel Beton noch und habe gerade quasi keine Mine, die richtig läuft. Ja, es wird alles verkleidet nachher. Von dem Berg sieht man nichts mehr. Es wird alles eine große Fabrik. Da kommt noch Stützpfeiler drunter nachher. Das sieht am Ende aus wie gewollt. So, gib mir Beton. 1, 2, 3. Das werden wir wegnehmen. Gleich mal gucken. Jetzt kommen wir da nicht hoch. Kann auch nicht angehen. Okay, machen wir erstmal so. Quatsch. So, hier haben wir natürlich auch Quatsch gemacht. Das muss höher. So, daran, daran, hier auch wieder ein, snap, kannst du da nicht, okay. Unsere kleine Fördertrasse hier. Gucken, dass wir mittig bleiben. So. Ja, den Kalkstein schon mal hier vorne. Und dann würde ich sagen, können wir hier gleich schon anfangen, unsere Produktionsreihe zu bauen. Haben wir schon den Konstruktor? Den brauchen wir jetzt nämlich. Jo, sehr schön. Verstärkte Eisenplatten brauchen wir dafür. Obwohl, wir können erstmal... Ne, wir bauen da erstmal einen Lagercontainer hin. In die der ganze Scheiß reinfließt. Organisation, Lagercontainer. Was fehlt da? Eisenrohre. Meine Güte. Irgendwas ist immer, ne? Geh mal her hier. Zack, ein Stack, fertig. Eisenrohre und verstärkte Eisenplatten. Die holen wir auch gleich, wenn wir schon dabei sind. So.
So, gib mir Eisenstangen. Gib mir ruhig ein paar mehr. Dann brauchen wir Eisenplatten. Und Schräubchen. Und ihr seht, wir haben jetzt fast die ganze Zeit kein Kupfer gebraucht. Wie viel brauchen wir für den Konstruktor? Wir gucken mal einmal. Produktion, Konstruktor. 3 brauchen wir tatsächlich. Das ist ja ärgerlich. Zack. So. Können wir dann jetzt alles bauen? Lagercontainer, check. So, den stellen wir hier hin. Die Möglichkeit wieder ein bisschen mittig. Zack. So. Gehen wir direkt. Das gefällt mir ja gar nicht. So. So. Ich hoffe, das ist nicht zu steil. Aber ich befürchte es. Ja. Zu steil. Gut, dann kommt der Lagercontainer allen nach hinten. Geht die Welt nicht von unter. Das mit dem Ausrichten ist echt ein bisschen Friggel-Friggel. So. Fließband ran. Zack. Und dann haben wir auf jeden Fall erstmal wieder Kalksteinnachschub. Und dahinter knolzen wir gleich einen Konstruktor. Na, dann ist die Produktionsstraße hier auch schon so ziemlich fertig. Viel mehr ist nämlich nicht. Sitzt der? Scheiße. Doppelt scheiße, ich komme noch nicht mal hoch. Boah, das war knapp. So, L-Konstruktor. So, der muss auf jeden Fall so mittig. So. Man sieht hier drauf gerade echt scheiße. So, so, so. Die ist ein bisschen breiter als die Platte, habe ich das Gefühl. So, ich glaube, so kommt hin. Das stimmt, das stimmt. Oh, leck mich doch, ey. Frickelscheiße. So, das ist mittig. Drüber, da wäre dann auch drüber. So. Ich glaube, jetzt passt es endlich. Ja. Zack, zack und mach mir Beton, Junge. Da kommt schon mal Kalkstein, brauchen wir noch ein bisschen Strömung und dann geht's los. Haben wir noch genug? Nein, wir haben nicht mehr genug Beton. Also holen wir uns fix welchen. Da haben wir jetzt zum Glück wieder Zugriff drauf. Und dass wir ihn noch fertig haben. Zumindest, dass wir hier bis zum nächsten Mal eine vernünftige Betonstrecke haben. Eisen haben wir schon erledigt. Aber wir wollen Beton. Mach fertig. Zack, 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 zack. Das hat eigentlich schon fast ein Ende. So, da brauchen wir natürlich auch Strom hin. Den holen wir uns von hier. Eine Platte, zwei Platten, drei Platten. Zack. Natürlich käme hier jetzt die nächste. Das ist ja mal richtig schön doof. Eins, zwei. Und bei dem mache ich das tatsächlich ausnahmsweise mal anders. Zack, weil ich daneben vielleicht den nächsten Konstruktor bauen werde. Oh, ich habe noch keinen Lagercontainer dran. Kann ich den noch bauen? Nee. Natürlich fehlen dafür Eisenstangen. Na egal. Läuft eh noch nichts hier.
einen anderen Strom. Und du schickst das hier rüber. Zack. Und du schickst das hier hin. Und dann läuft die Hütte. Tada! Es lebe Beton. Dumm, dumm, dumm. Haha. Eisen, Beton. Herrlich. Stirb, Welt, stirb. Oh, vielleicht hätten wir Eisenbahnen mitnehmen sollen. Hier müsste noch ein paar drin sein. Nein, hier sind keine mehr drin. Der steht jetzt nur sinnlos rum. So, hier kommt dann nämlich auch noch ein Konstruktor nachher. Dann werden da schon mal Eisenplatten draus. Mit der zweiten machen wir Eisenstangen. Und das sollte ab der nächsten Folge alles schon irre schnell gehen. So. Eisenstangen. Wenn wir schon dabei sind, können wir ein paar Eisenplatten machen. Du kannst mal da den Stack ergänzen. Voll. Zack. Dazu noch Eisenstangen. Und dann sind wir wunderbar gerade vor. Denn ich möchte einen Container haben für Kalkstein. Für Beton. Denn 100 Beton sind nicht die Welt. Zack, Lagercontainer, aber andersrum. Und führt es nicht schön auf unsere Produktionsstraße zu? Ich finde das herrlich. Manchmal passt das einfach. So, spuck aus den Scheiß. Rabimmel. Herrlich, wir könnten das nachher sogar hier irgendwie verbinden. Wir werden hier auch offen lassen. Der Konstruktor kommt erst hier hin. Dann werden wir hier einfach die Förderbänder kreuzen. Mit einer schönen kleinen Brücke. Das wird super. Herrlich! Ja, und ich glaube... Ach, schon erst Beton drin. Geilo. Alles soweit ausgebaut. Bauen wir gleich noch einen zweiten daneben? Ja, nee, wir müssen eigentlich Feierabend machen. Ah, wir machen das schon. Zack. 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 Da brauchen wir nämlich keine zweite Stromtrasse, aber wir werden schon mal die zweite Fließbandtrasse bauen. Können wir uns das leisten? Ja, das können wir uns leisten. So, der ist so ausgerichtet. Dann machen wir das mit dem auch. Können wir sogar noch eine dritte runterbauen nachher. Zack. Zack. Ah, komm. Die zwei kriegen wir auch noch zusammen. Das muss noch. Eigentlich, ja, der läuft mit Kalkstein voll. Das habe ich mir fast gedacht. Aber geht die Welt nicht von unter. Zack, von damit ran. Und dann kann hier nämlich schon Zack. Und dann können wir unser Fließband hochschicken. Daran, 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 und, nee, das finde ich doof. Moment. Zack. Ich glaube, den Lagercontainer gönnen wir uns auch noch. Das ist auch für so ein scheiß Suchtspiel, ey. Oh, nur noch die Kleinigkeit. Dann ist okay. So, was ich neben dem anderen sitzt. Das wäre so. Zack. Können wir schon mal den Kalkstein sammeln. Ist ja auch was wert. Ach nee, können wir nicht. Und da geht nachher die
zweite Kolonne hin. Dann kommt hier nochmal ein Konstruktor direkt daneben. Soweit das geht. Vielleicht müssen wir es ein bisschen breiter machen. Können wir den bauen? Ne, fehlen die Stahlplatten. Und, na doch, das könnte genau passen. Das ist ja der Shit. Ja, dann haben wir doppelt so viel. Wie gut ist das? Okay, aber nichtsdestotrotz soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Ich danke euch wie immer fürs Zugucken. Wenn ihr es euch Spaß gemacht habt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ja, die nächsten Male gibt es dann auch wieder 7 Days und sowas. Aber wie gesagt, ich brauchte erstmal ein bisschen was Neues. Und das hier ist sehr neu. Das ist, was heißt sehr neu? Das Spiel ist nicht neu, aber es ist bei mir auf dem Kanal neu. Und ich habe erstmal Bock drauf. Und ich sehe gerade, uns ist der Strom ausgegangen. Unsere Dings stehen still. Unsere ganzen Fabriken. Aber machen wir beim nächsten Mal. Ne? Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Ratner Bärblitzer.